Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Mir ist aufgefallen, dass wir den Kumpel hier noch gar nicht erledigt haben. Und genau das wollen wir heute machen. Der Bosskampf. Dankeschön. Der Bosskampf wird wieder richtig krass. Achso, das ist ein Fluglevel, ne? Dann bringt uns die Rauchbombe, glaube ich, nichts. Also, was heißt glaube ich? Bringt uns die Rauchbombe einfach nichts. Ja gut, dann bleiben wir beim Doppelherz. Let's go. Dr. Karls Roboter in Haldenhula. Ja, der Boss wird, wie gesagt, wieder richtig krass. Nur ich hoffe, das kriegen wir ein bisschen schneller hin als sonst. Ah, okay. Ich denke, ich werde erstmal unten die Dinger wegmachen. Weil der Laserstrahl, der juckt mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Da nervt mich schon eher, dass da die ganze Zeit diese Viecher rauskommen. So, zack. Dann als nächstes, glaube ich, den. Was? Nein. Ah, Alter. Ich habe vergessen, welchen Knopf ich drücken muss für meine Special Ability. Ach, komm schon, Mann. Okay. Komm, jetzt kriegen wir es aber hin. Ja, okay. Bullshit. Weiß nicht, ob es dann vielleicht doch intelligenter wäre, erstmal ein anderes Ding wegzumachen. Vielleicht doch diesen scheiß Strahl da oben. Okay. Vielleicht muss ich... Nein, nicht dein Ernst. Ja, wow, cool. Alter, nicht dein Ernst, Mann. Ja, okay, dann muss ich da auch noch drauf achten, dass ich meine Special Ability nicht benutze. Wenn hier dieser Strahl im Anflug ist. Ja, komm, mach. Ja, schön. Als nächstes dann den reingeböllert. Au. Alter. Ja, okay, jetzt verliere ich ultra krass Leben. Alter! Wie soll man dem denn den Ganzen denn ausweichen? Vielleicht besser durch die Bomben das machen? Oder mit den Bomben halt? Scheiße, Mann. Ich habe das Game jetzt auch leider länger nicht mehr gespielt. Deswegen ich natürlich auch erstmal wieder reinfinden muss. Nein, ah, was tue ich? Ich hätte einfach ein bisschen nach vorne fliegen müssen. Ja, okay. Guck mal. Passt so.
Jawoll. Au. Ja, schön. Ich dachte, ich wäre da safe. Boah, Alter, jetzt kriege ich richtig aufs Maul, ne? Okay, okay, okay. Und ich muss meine... Nein, Alter. Ich muss meine Bomben öfter benutzen. Zack. Dann kann man das nämlich direkt deaktivieren. Beziehungsweise die Bomben von ihm wegmachen. Scheiße. Ja, komm, 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 komm. Als ob. Komm, jetzt geht auch kaputt. Dankeschön. Boah, Alter. Was hier jetzt auf dem Bildschirm abgeht, ist aber auch nicht mehr normal, oder? Nein, mach doch die Scheißbomben weg, Mann! Ich hab 5-mal versucht, da drauf zu schießen. Scheiße. Und danach kommt nochmal eine richtig kranke Phase. Ja, nee. Nee, nee, nee. Direkt nochmal. Ich würde das gerne wie vorhin machen. Und zwar, dass ich mich hier unten hinstelle. Hallo. Mach das. Ah, Mann, ey. Okay. Okay. Komm, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Jawohl. Ja, immer schön die Bomben wegmachen. Vor allem, wenn die dann schneller werden, kriegen wir ein richtig dickes Problem. Okay, komm. Jetzt Special reinhauen. Ja, guck mal. Direkt nächste Phase. Schön. Boah. Fast hätte ich mich davon treffen lassen. Und immer schön die Bomben jetzt wegmachen von ihm. Nein, was tue ich? Was tue ich? Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Boah, Alter. Ach, scheiße. Ja, schön einen Parry rausbekommen. Und jetzt die Bombe reindrücken. Schön. Ich hoffe, es geht nicht mehr lang so. Oh, nein, nein, was tue ich? Was tue ich für einen Scheiß? Ah, Alter. Ich hätte es auch mit 3 Leben beenden können. Fuck.
B+ leider nur. Dadurch, dass ich mich dann doch nochmal treffen lassen habe. Scheiße, Mann. Oh, das war so gut. Das war so ein guter Lauf. Und wie immer, sorry, dass ich am Ende so viel, so wenig geredet habe, aber man muss sich einfach irgendwann, irgendwann muss man sich einfach mal konzentrieren. So, Dr. Karls Roboter, Seelenvertrag erhalten. Alles klar. Und jetzt können wir auch hier diese Nebenquest machen mit denen. Dann machen wir es direkt. Ludwig hat euch also sein weniger ist mehr eingetrichtert. Wie? Wenn ihr weiter mit ihm redet, hört ihn nie wieder normal. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Mein Freund Wolfgang hat euch von mir gewarnt, oder? Wusste ich's doch. Und zwar zu Recht. Nicht jeder hört gerne, was ich zu sagen habe. Was hab ich euch über Unterhaltung mit diesem Minimalisten-Clown gesagt? Weniger ist mehr. Ha. Ah, ihr seid zurückgekommen, wusste ich's doch. Eure Liebe zu echter Kunst steht euch ins Gesicht geschrieben. Hier kommt mein minimalistisches Meisterwerk. Genau. Und da kann man die Musik ein bisschen verändern, die hier spielt. Ich finde die ganz chillig. Zur Abwechslung auf jeden Fall mal ganz cool. Und ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. Jo. Wir könnten dann mit ihm hier reden, um das wieder rückgängig zu machen. Ah, Moment, das zeige ich mal ganz kurz. Ich habe euch ja gewarnt. Schrecklich, oder? Lasst uns wieder zur alten Musik wechseln, bevor uns die Ohren abfallen. Genau. Da kann man dann wieder hierhin wechseln. Ihr seid zurückgekommen, wusste ich's doch. Ja, ja. Wir machen aber erstmal diesen Stil. Jo. Weniger ist mehr ist übrigens Quatsch. Es hat beides seinen eigenen Stil. Und das hier ist etwas chilliger, aber das andere hört sich halt einfach besser an. So. Das ist meine Meinung dazu. Doris Diva in Theaterturbulenz. Einen Moment, dafür möchte ich aber dann kurz zur Rauchbombe wieder wechseln. Let's go! Welche Knarren haben wir eigentlich? Okay, die beiden. Sehr gut. Ah, wir können uns von dem Fächer von ihr treffen lassen, auch wenn der schon geworfen wurde, oder? Kann das sein? Glaube ja. Scheiße. Oh Mann, ey. Und hier gibt es auch eine geheime Phase, die man erreichen kann. Och Mann, ey, jetzt lass das doch sein. Die man erreichen kann, indem man hier auf diese Engel gelangt. Einen Moment, das zeige ich mal ganz kurz, wie das gehen soll. Ja, so. Aber, ah, shit. Ah, nee, Moment. Genau, man muss beide runterdrücken. Man muss beide runterdrücken. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Wenn ihr das Spiel habt, könnt ihr es ja selber testen. Beziehungsweise, ihr könnt das ja nachschauen. Ich denke, da wird es schon Videos dazu geben. Nur, alles auf Zwang zeigen. Wäre Quatsch. Zumindest finde ich das jetzt. Ich meine, ich würde es zwar machen, aber da
Dazu fehlt halt einfach die Nachfrage. Ach ja, Moment. Jetzt weiß ich wieder, was dann passiert. Ich glaube, dann fällt der Kronleuchter runter. Oder ich glaube, es war der Kronleuchter auf ihren Ehegatten. Und dann ist sie ganz entsetzt und fährt alleine weg. Und dann haben wir in der Phase hier auch kein Baby, was... Oh, dein Ernst jetzt? Ja, das ist ein bisschen scheiße, weil ich da in die Ecke gedrängt wurde. Dann ist in der nächsten Phase auch kein Baby, weil halt da auch der Ehegatte fehlt. Ist ganz nett gemacht. Irgendwie habe ich jetzt doch Bock, das mal zu zeigen. Nur blöd, wenn man nicht hochkommt, ne? Na, Mann, ey. Okay. Da wirft sie jetzt direkt das Herz. Sehr schön. Ach, scheiße. Nein. Ich wollte extra rüber, also nach links und dann nochmal nach rechts, um sie ein bisschen wegzulocken. Dann ist sie halt direkt da runtergekommen, wo ich gelandet bin. Das kann es doch nicht sein, Mann. Mir fehlt einfach der Platz. Mir fehlt leider einfach der Platz, um hier vernünftig machen zu können. Ah ja, okay. Sehr schön. Nein, es hat nicht... Man muss drauf stehen bleiben. Man muss halt eiskalt drauf stehen bleiben. Okay, sehr schön. Okay, sehr gut. Da oben sieht man schon. Er wackelt. Er wackelt schon. Na, scheiße. Wow. Will man einmal was zeigen und funktioniert's nicht? Komm, jetzt mach. Mach dein scheiß Herz. Dankeschön. Na, was? Warum? Alter. Ernsthaft jetzt? Okay, sehr gut. Da hat man es wieder gesehen, da oben. Das Ding wackelt schon ziemlich heftig. Alter, okay, schön. Egal, scheiß drauf. Zack. Da haben wir die Bonusphase quasi aktiviert. Und diese Phase eben übersprungen. Und jetzt kriegen wir es mit einer Nonne zu tun, die uns Kreuze ins Gesicht wirft, weil wir ein böser Mensch sind, den man umgebracht haben. Echt nett gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Phase zu überspringen, ob sich das so lohnt, die Phase zu überspringen, weil sie ist schon sehr leicht und man kriegt es dann, glaube ich, mit einer alternativen Phase zu tun, die schwieriger ist. Obwohl, die Phase ist nicht wirklich schwieriger.
Aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig, ihrem ganzen Quatsch auszuweichen. Hä, was? Wie funktionieren diese Dinger denn? Scheiße. Und da kam der Fächer. Ah, okay, ich dachte... Ja, okay, okay, sorry. Ich dachte, die Mäuse würden hochgehen, sobald ich über denen bin. Aber nein, die gehen runter, sobald ich unter denen bin. Ah, Mann, ey. Ist das dumm. Ja, guck mal. Da kriegen wir ein Herz. Schön. Aktivieren wir mal ein bisschen unsere Special hier. Einfach um den Rang zu erhöhen, den wir bekommen. Und da haben wir auch schon die nächste Phase erreicht. Let's go. Studio MDHR ist bestes. Nein, nein. Ja, ich hätte einfach stehen bleiben müssen. Okay, schön. Geil. Und hier hauen wir jetzt auch direkt... Ach so, wir haben... Oh. Oh ja, okay. Wir haben Unverwundbarkeit drin. Das hatte ich vergessen. Meteor. Lightning, okay. Die Phase ist jetzt aber auch schon rüber. Boah, Alter. Na, was tue ich? Oh mein Gott. Ja, dumm. Ach, hätte ich auch mit 2 oder sogar 3 HP überstehen können. Aber gut. Hauptsache, wir haben den Boss geschafft. Und was heißt hier eigentlich Fertigkeitsstufe? Ist das, ob man das auf leicht oder normal gespielt hat oder wie? Weil ich habe das bisher immer bekommen. Ja, egal. Doris Diva, Seelenvertrag erhalten. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao. Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.